Hey Leute, willkommen zurück zu Resident Evil Nemesis. Weiter geht es. Oha, da stoßen sie schon gegen diese Barrikade dran. Die blöden Viecher, die blöden Zombies. Und hier haben wir ein Seil und es öffnet sich nicht die Tür. Das Seil scheint mit Öl durchtränkt zu sein. Uah, warum auch immer die das mit Öl durchtränkt haben. Aber guck mal, wir können uns den jetzt ganz schnell entledigen. Wenn wir einfach hier auf das... Wir warten jetzt einfach mal ein bisschen. Guck mal, viele weibliche Zombies. Ganz viele weibliche Zombies. Au. Oh, die haben wir alle erledigt. Guckt's euch an. Geil. Das ist so gut, diese Sprengfässer. Hier haben die einfach mal so verteilt, ne? Oh oh. Quick Turn. Ich fänd's so peinlich, das hier auf Deutsch zu spielen. Ich meine, die Cut-Version, das ist so... Ich frag mich, wie man sowas machen kann. Dampfende Zombies, ne? Sag ich. Ich drück schon wieder Check. Muss mir angewöhnen, dass es auf der 2 ist und nicht auf der 3 dieses Mal. Das Combine, meine ich. So, wunderbar. Das fackeln wir erstmal ab. Und hier gibt es zwei rote Kräuters. Lecker, lecker. Und die können wir jetzt erstmal mischen. So, man sieht zwar nicht, aber es ist mixed. Glaubt mir das bitte. Ja, man sieht es nicht. Es ist immer noch grün, aber was soll's. So. Wunderbar. Dann hätten wir das schon mal. Oh nein. Hundis. Hundis. Uah. Böse Hunde. Und daneben ist eine Tür. Ja, die Tür rettet mir mal wieder den Hintern. Oh, ein Glück. Und guck mal hier, da steht was im Schrank. Yay. Pulvers. Schöne Pulvers. Hm. Die Frage ist, soll ich mir schon was mixen? Ich meine, Schrot wäre nicht schlecht, ne? Ich könnte auch die Pulverpresse erstmal hier lassen, die Kugelpresse. Wo nimmt sie eigentlich die Dings her, die Kugeln? Ich meine, man braucht ja nicht nur Pulver, um Pistolenkugeln herzustellen. Oder Schrothülsen. Ne, da braucht es ja schon ein bisschen mehr für. Ja, das Inventar spinnt halt ein wenig, aber ich denke mal, das ist verkraftbar. Soll ich mir schon was machen? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es echt nicht. Ich baue mir mal was. Ich mache mir mal Pistolenkugeln. Warte mal, es bringt, glaube ich, am meisten, wenn ich mir 3 davon mische. Wenn ich nämlich nur 1 mache, gibt es nur 15 Kugeln, glaube ich. Und Pistole brauche ich recht oft, schätze ich jetzt mal. Warte, ich mache mal einen 3er-Pack. Das gibt nämlich am meisten. Und ich glaube auch, man bekommt so eine Art Level-Upgrades, wenn man das öfter macht, so Kugeln herstellen. Dann irgendwann wird man effizienter darin. Yay, 55. Naja. War jetzt vielleicht ein Fehler, aber schauen wir mal. Es wird ja nicht die letzte Kugel gewesen sein, die ich hier machen kann. Speichern. Ja, nee, speichern brauche ich jetzt nicht. Das machen wir ein andermal. Da sind die Hundis wieder. Brennende Hunde, gibt nichts Schlimmeres, du. Gerade die Resident Evil Hunde. Oha, okay, ich weiß schon was. Warte. Ist natürlich verschlossen. Mit einem einfachen Schloss. Oder bekommt man mit Jill noch was? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, man bekommt doch noch einen einzigartigen Gegenstand quasi, den sie dann immer bei sich trägt. Ich will nur mal die Autos hier abdrücken, ob es da was gibt. Aber ich glaube, da war nichts mehr, ne? Oh. Planschen gehen am Hydranten. Super. Naja, gehen wir zum RPD, das Raccoon Police Department. Das kennen wir natürlich schon aus Teil 2, nicht wahr? Oha, jetzt wisst ihr auch, woher das Spiel seinen Namen hat, nämlich Nemesis. Von dem Vieh hier. Auf der japanischen damals wusste ich nicht, was jetzt hier steht und wusste nicht, was ich damit machen kann. Aber jetzt steht ihr es ja. Fight the monster oder enter the police station. Wir fighten natürlich. Woo! Das ist ein bisschen kritisch, gegen den lieben Nemesis zu kämpfen mit einer Pistole. Aber man muss immer rechts an ihm vorbei, glaube ich. Genau, dann trifft er einen nicht so gut, weil er ist Linkshänder. Der Blödmann. Und immer schön weglaufen.
Ich weiß gar nicht, wie es auf Hard ist, was da hier aushält. Aber ich hab's ja damals auch auf Hard gespielt. Lalala. Na, mein Freund. Hast du Spaß, ne, mit mir? Oh, oh, oh. Nein, nein, nicht rennen. Nicht. Nein, 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 nein. Und nicht packen vor allem. Das wird nämlich ganz fies jetzt. Der hebt mich dann auf und. Oh nein. Ich glaube, wenn man gelb ist, kann er einen schon mit einem Treffer töten. Das ist nämlich das Gefährliche hier an ihm. Du sollst. Ah. Nicht sprinten, bitte. Jetzt sprintet er gleich wieder, oder? Bäh. Ja, mehr als einen Schuss traue ich mich jetzt gerade nicht. Man kann auch noch. Ah, nein, nein, nein. Ich sag ja, man kann auch aktiv ausweichen bei ihm, aber. Ah. Bin ich orange? Wahrscheinlich, ne? Oh, ja, 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 ja. Und wichtig ist, niemals nachladen lassen, die liebe Jill. Also automatisch. Immer manuell im Menü. Denn sonst kostet das nur Zeit. Oh, nee. Das ist doch so ein Pennergesicht. Renn mir nicht andauernd hinterher. Genau so. Oh, nee. Okay, dann. Aufstehen, aufstehen, aufstehen. Je weniger ich verwundet bin, desto schneller macht sie das hier mit dem Aufstehen übrigens. Und wenn man orange ist, ist man eigentlich schon tot. Au. Och, Mann. Bist das so eine... Eierbacke. Au. Bin ich noch? Ja, ich bin noch gelb. Aber noch gelb, ne? Gelb ist gefährlich, wie schon gesagt. Ich muss irgendwie an ihm vorbeikommen, dass er schlägt und dann... Nein. Nein, 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 nein. Oh Gott. Ich bin noch gelb. Ich nehme trotz... Oder? Soll ich schon Heilung nehmen? Ich weiß es nicht. Yes! Runde 1, Leute. Oh nein. Das war knapp. Das war knapp. Nein, nein, nein. Was der auch frisst, ne? Unglaublich. Ein Schuss mehr traue ich mich jetzt nicht. Nö. Okay, ich muss es nehmen. Leute, Spannung pur, ne? Für mich zumindest. Weiß nicht, wie es euch gerade geht. Aber ich find's super spannend. Nö. Alter, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Steh auf, Tür. Nicht greifen lassen. Wenn er jetzt greift, ist vorbei, glaube ich. Nö, doch nicht. Ach, du bist doch eine blöde Arschbacke, bist du. Da seht ihr. Greift immer mit links zu, der Schweinehund. Hau doch jetzt. Ja, nicht so. Blablabla. Steh auf, Jill. Nein. Das war knapp. Die Kamera, ne? Die Kamera. Au. Nein, 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 nein. Wenn es das jetzt gewesen wäre, wäre ich voll sauer. Yes. Yes, yes, yes. Und ich bin noch grün. Ja, gelb. Ist nicht grün. Gelb ist nicht grün. So, wir haben die Eagle Parts 1. Yes, yes, yes. Können wir die schon verwenden? Nee, wir brauchen 2 Parts dafür. Okay. Was ein Kampf. Ich musste mir letztes Mal schon vorwerfen lassen, was für ein Kacknoob ich bin in dem Spiel. Aber naja, das ist mir egal. Eine Karte ist da drin. Stars Card. Kann ich mir die nochmal angucken? Ja, eine Karte mit Brads Bild darauf. Ach ja, der arme Brad. Der macht's nicht. Der ist ja schon tot, aber... Ohne jetzt zu spoilern, wir werden ihn ja wiedersehen, nicht wahr? So. Ein grünes Kraut. Aber warum die Tür jetzt hier vernagelt ist, frage ich mich. Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. So, nehmen wir das noch auf. So. Und hier noch ein Kraut. Schön. Ja, die Schrote haben wir zwar leer geschossen, aber das ist jetzt nicht so wild an sich. Ich wollte eben schon wieder einen Knopf drücken, dass sie die Treppe runterläuft. Alter Schwede, der Nemesis-Kampf ist jedes Mal ein Highlight, finde ich. Also gerade am Anfang, wenn man noch nicht so die Bewaffnung hat, ist es richtig hart. Der erste Kampf, der ist richtig übel. Und die Polizeikarte, seht mal, das ist gar nicht so umfangreich wie bei Leon oder bei Claire. Und wir nutzen die Stars-Karte. Ja, wegen Notfallmaßnahmen sind die Türen verriegelt. Das Passwort ist 4312 für den Safe. Brauche ich die jetzt noch? 4312. Mhm. Nicht schwer zu merken. Ach, guck mal, da geht's ja gar nicht rein.
Müssen wir hier durch. Ja, ja. Es ist schon ein Erlebnis, wieder hier durchzugehen, finde ich. Das haben sie... Einerseits könnte man sich ja... Oh. Bisschen drüber mokieren, dass es hier Level-Wiederverwertung ist, aber ich finde das gar nicht so wild. Ich meine, immerhin spielt es ja in Raccoon City. Ja, jemand hat hier eine ganz schöne Unordnung angerichtet. Und ich finde, die Zombies sehen hier um einiges besser aus als noch in Teil 2. So schön knusprig irgendwie, ne? Ach, guck mal, Will Smith. Es ist Marvin Branagher. Brenner. Er wurde tödlich von Zombies verwundet. Sieht aus, als hält er etwas in der Hand. Marvins Bericht. 24. September. Es gibt, Berichte eines Diebstahls im Municipal Building vor Morgenanbruch. Was ist Municipal nochmal? Egal. Eine juwelenbesetzte Uhr am Haupttor wurde beschädigt. 2 der 12 Juwelen sind gestohlen worden. Wegen Mangel an verfügbaren Officers habe ich mich entschlossen, diesen Fall auf Akte zu legen. Gezeichnet Marvin Branagher. 26. September. Aufgrund eines Autopsieberichts eines 42 Jahre alten Restaurantbesitzers habe ich entdeckt, dass er einen der verschwundenen Edelsteine hat. Er hat sich wahrscheinlich im Polizeipräsidium verschanzt um 10 Uhr morgens und dann wurde er totgeschossen, also 10 Minuten nachdem er Symptome der Verwandlung zeigte. Seitdem ist die Stadt unter Polizeigewalt und wir sind... wir sind eben gezwungen, diesen Fall auf Akte zu legen. Zu dieser Zeit werden wir den Fall als Beweisstück behalten. Unterzeichnet Marvin Branagher. Ja, ich muss es halt eben wieder simultan übersetzen. Ist nicht ganz so gut, wie ich das gerne hätte, aber... Hallo? An sich ist das jetzt auch keine wichtige Information, die wir hier erhalten. Ich gehe gleich mal weiter. Ich hätte mir die Schrot vielleicht aufheben sollen. Andererseits weiß man nie, ne? Der liebe Nemezis. Und, was haben wir da? Ein Edelstein, genau. Den können wir aber leider nicht aufnehmen. Jetzt schon. Ja, von dem war die Rede, der blaue Gem. Das ist aus der Uhr geklaut worden, das Ding. Ja, mit einem einfachen Schloss verschlossen. War hier kein Zombie oder so? Ja, mit einem nummernbasierten 4, 3, 1, 2. Und ein Schlüsselchen, den ich aber nicht aufheben kann, leider. Na, sowas. Gut, gehen wir erstmal weiter. Ich weiß gar nicht, kommt hier bald wieder was Böses? Natürlich kommt immer was Böses. Oh, bist du hübsch. Ich möchte ja gleich mal eine Kugel ins Gesicht jagen, weil du so hübsch bist. Es darf nur eine hübsche Frau geben. In dieser Stadt. Na klasse. Immer die letzte Kugel, die ihn umwerfen sollte. Das ist doch unglaublich. Guck mal, es geht schon wieder die Kugeln aus hier, ne? Okay. Gut, müssen wir uns gleich den Schlüssel wiederholen. Und irgendwo muss es hier doch einen Dietrich geben, Mensch, sag mal. Sag mal, Mensch hier. Oh, da liegt was. Davids Memo. Meine geistige Gesundheit ist am Ende, oder mein Verstand ist am Ende. Ich kann nicht glauben, dass das geschieht. Wir haben gestern noch einen weiteren Mann verloren, Meyer. Einer unserer besten Schützen, oder unserer besseren Schützen. Er hat mich schon einmal gesehen, wie ich Panik bekommen habe, als wir von den Zombies überrannt wurden. Und dann kam er zurück und hat mich gerettet. Aber als die Zeit kam, meine Schuld zu begleichen, bin ich gerannt. Ich kann ihn immer noch meinen Namen rufen hören. Ich kann ihn immer noch schreien hören hinter mir. Die Geräusche, als sein Fleisch auseinandergerissen wurde, von den Knochen gerissen wurde. Ich hatte Angst. Hatte richtige Angst. Es ist der 27. Der Überlebenskampf geht weiter. Ich habe einige Zombies umgelegt und sie haben es aber geschafft, durch die Barrikaden zu kommen. Jetzt versuche ich einfach klarzukommen, indem ich Whisky trinke. Und entlade meine Mossberg auf alles, was untot ist. Diese Shotgun ist, also diese Schrotflinte ist der beste Freund geworden von mir. Ich habe so viele Zombies damit auseinandergenommen, quasi. Wir haben 13 Männer verloren. In 3 Stunden werden wir die Dinge im Besprechungsraum nochmal überreden.
Es ist eine totale Zeitverschwendung. Wenn ich diese Flasche hier leer habe, wird mein Mossberg meinen Körper das letzte Mal zum Frieden legen. Endlich Frieden. Ich kann es kaum erwarten. Ja, er hat sich selbst umgebracht quasi. Macht man nicht. Aber gut, was weiß ich schon von der Zombie-Apokalypse? Warte mal, haben wir noch... ich weiß nicht, soll ich mir jetzt... Ich muss mir Schrotmunition machen, Leute. Geht nicht anders, sonst habe ich nichts mehr zum Schießen hier groß. So. Machen wir das erstmal so. Da liegt noch ein Farbband, das nehme ich mir auch gleich mit, glaube ich. Ja, die Dunkelkammer, nichts Verdächtiges. Ich glaube, sie hat es nicht so mit Fotografie, die liebe Jill. Und Gunpowder. Jawohl, haben wir noch mehr? Nee, leider nicht. So wenig Gunpowder. Ich sollte vielleicht auch mal ein paar Zombies mit der Schrotflinte erledigen. Aber die Parts können wir erstmal weg. So, jetzt habe ich wieder zwei Plätze frei. Dann holen wir uns ganz kurz noch den Schlüssel. Den Schlüssel, den wir brauchen. Ich weiß gar nicht mehr, was hier alles kommt, ne? Das ist aber auch gut so, dann kann ich euch nicht spoilern. Haha. Das war ja in Teil 2 oft der Fall. Waren jetzt vielleicht nicht unbedingt Story-Spoiler, weil... Hallo, Story, ne? Resident Evil und Story, ich meine... Ein Emblemschlüssel, uiuiui. Aber... Ja, immerhin waren es ein paar Story-Häppchen, die ich dann vorweggenommen habe, gebe ich ja zu. Aber meine Güte. So. Gehen wir hier mal rein. Das ist nämlich das Besprechungszimmer, von dem die Rede war. Oh, nee. Blöden Hunde. Oh! Den habe ich gar nicht gesehen. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Mistige Hunde, du. Oh Mann, ich habe wieder viel zu viel verballert, ne? Nee, 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 nee. Warum sind hier auf einmal Hunde drin, bitte? Das könnt ihr mir doch nicht antun. Na, ich gehe erstmal weiter, bevor ich in den Besprechungsraum gehe, weil... Oh, vergesst das. Ja, also es ist alles schon sehr schlüssig, ich meine... Es wird ja so erklärt, dass die Barrikaden hier erstellt wurden oder errichtet wurden und die Zombies sind später durchgebrochen. Das macht schon alles Sinn, nicht wahr? Oh, da lag noch was. Und noch eine Karte. Nope. Oh, ich hätte mir das Pulver vielleicht jetzt auch nicht unbedingt mitnehmen sollen. Na, egal. Eine Stars-Karte. Das ist doch die von Jill. Guck mal. Ich glaube nicht, dass ich die brauche hier, oder? Lass mal gucken, was es sonst noch gibt. Die liegt hier... Oh, guck mal, da liegt was oben drauf. Munition. Hallo, natürlich. Shotgun. Ja, es gibt nichts, was ich tun kann mit dem Ding da, ne, mit dem Kamin. Hat das Wort gesucht. Ja, ich glaube nicht, dass wir die Stars-Karte brauchen. Das ist ja die, die wir auch in der Rezeption hätten einsetzen können. Hätten wir nicht draußen die von Brad mitgenommen. Das ist ja nur für den Tresor gewesen, wie ihr gesehen habt. Dort, wo wir dann den Emblemschlüssel rausbekommen haben. Also es ist alles schon so ganz gut erklärt. Wenn man zum Beispiel jetzt feige ist... Was heißt feige? Es ist ja nicht feige, nicht zu kämpfen gegen den Nemesis. Ich meine, das ist ein richtig verdammt starker Gegner, muss man mal sagen an der Stelle. Dann hätte man die auch hier bekommen können, die Karte. Aber ich werde natürlich immer die Konfrontation suchen, weil ich bin ja kein Feigling. Wobei es halt wirklich auch nichts mit Feigling zu tun hat, nochmal an der Stelle. Und ich habe echt keine Heilung mehr, ne? Außer die grünen Kreuz, die ich jetzt schon habe. Kräuters. Leckere Kräuters. So, aber das Farbband hier nehme ich mir doch mal mit. Für den Fall. So. Nee, es ist echt ein bisschen dumm fast schon, wenn man hier gegen den Nemesis kämpft. Gerade am Anfang, so wie ich jetzt, weil es hat mich eine ganze Menge Munition gekostet, wie ihr seht. Und ich glaube, die werde ich auch so schnell nicht wiederbekommen. Also ich habe jetzt eine ganze Zeit lang eine kleine Durststrecke, nehme ich an. Mal gucken. Ah, das ist so gut, dass man einfach die Treppen hochgeht und da wird dann die Ladesequenz eingeleitet quasi. Weh. Na komm, die lasse ich jetzt auch mal alle in Ruhe. Weil das ist jetzt echt unnötig, die abzuknallen, wisst ihr. So, seht mal, hier haben sie... Oh, Dickerchen. Hier haben sie sogar die Statuen entfernt, dass man gar nicht erst auf die Idee kommt, das Schieberätsel zu machen.
Warum auch immer. Das ist jetzt wieder ein bisschen unlogisch, aber ja. Jemand da? Hallo? Ja, der Emblemschlüssel brauchen wir jetzt nicht mehr. Das ist gut. Ich mag es ja nicht, wenn man dann Gegenstände mit sich rumschleppen muss, die man gar nicht mehr braucht. Oh, da blinkt schon was. Habt ihr gesehen? Auf dem Schreibtisch von Jill sogar. Ein Lockpick. Habe ich den jetzt immer? Oh, den habe ich jetzt so als Gegenstand dabei. Schade. Oh yeah. Ein Grenade Launcher. Geil. Kann sein, dass ich gleich die Heilkräuter nehmen muss. Ja. Kann ich nur is. Jetzt habe ich nämlich keinen Platz für das hier. Ich hoffe mal nicht, dass ich jetzt gleich zurück muss, weil ich jetzt keinen Platz mehr habe. Das ist der Schreibtisch von Rebecca, einem neuen Mitglied der Stars. Gibt es hier auch wieder ein Easter Egg? Es gibt verschiedene Trophäen. Auf einer steht, ja, Schützenkönig Chris Redfield. Marksman Contest. Es gibt nichts Nützliches auf diesem Regal. Das ist Wesker. Weskers Schreibtisch, Kapitän der Stars. Oh, guck mal, da liegt noch Muni. Muni bei Barry. Barry. Oh Leute, ich freue mich so auf Revelations 2, ne? Ach, das war's schon? Na gut, das hat sie gleich beide aufgehoben. Und da ist auch nichts mehr. Ja, es ist sehr unordentlich und es zeigt wahrscheinlich die Persönlichkeit des Besitzers. Ein großes Kommunikationsgerät. Ich kann keine Nachrichten von hier senden. Carlos Oliveira. Um jetzt mal einen Namen in den Raum zu werfen, mit dem ihr vielleicht noch nichts anfangen könnt. Außer ihr habt die unsäglichen Filme gesehen. Habe ich leider teilweise. Eieieiei. Klasse. Und ich habe keinen Platz für rote Kräuter. Naja. Ich komme vielleicht nochmal wieder. Oder vielleicht auch nicht. Ich lasse es einfach. Auch hier ist es so, wenn man erstmal eine Grundbasis an Heilung und Munition hat. Das sage ich immer wieder und ich meine es auch so. Also wenn man die hat, dann geht's eigentlich. Hi. Wow. Das gehört, das Fenster. Was war denn das für ein Geräusch? Mhm. Au. Au. Pennergesicht. Bin ich schon orange? Nee. Ja. Hast du gedacht, du Arsch? Nee, ich bin noch nicht orange, aber es wird knapp, glaube ich. Ah, du Pennergesicht. Oh, okay, ich bin Danger. Oh, jetzt wird's Zeit. Au. Du bist doch eine Arschkrampe, Mensch. Was? Was? Copy-Paste? Ich verstehe das nicht. Was stand da eben? Ja, die Eagle Parts. Ja, das war jetzt vielleicht nicht clever gekämpft von mir, aber es war so brutal, wie es geht, von meiner Warte aus, weil muss. Alles reingeballert, was ich hatte. Ein Arschkoffer da. Meine Güte, habt ihr gesehen, was der aushält? Das waren jetzt 6 Schuss hiervon, 14 Schuss hiervon, von der Schrot und noch ein bisschen Pistolenmunition. Aber ich habe die Eagle Parts B. Und kann mir jetzt eine neue Waffe zusammenschustern, die Eagle. Ja gut, die brauche ich jetzt nicht mehr, die Pistole, aber ich werde sie noch eine Weile mitnehmen, bis die leer ist. Meine Fresse, ne? Ja, ich glaube, das war jetzt nicht so ganz clever, dass ich das gemacht habe, aber früher oder später musste man ihn ja erledigen. Na gut, Leute, ich werde noch kurz hochlaufen, mir die Teile holen, die da oben liegen, die 2 roten Kräuter, dann werde ich speichern, pipapo. Auf jeden Fall beende ich den Part, würde mich wie immer sehr freuen über ein bisschen... Oh, ich habe fett überzogen, sehe ich gerade. Oha.
Ich habe gedacht, ich wäre jetzt erst bei 20, jetzt bin ich fast bei 25. Egal, es ist ja Wochenende. Auf jeden Fall Likes und Kommentare, ich würde mich sehr darüber freuen. Und wieder einschalten, nicht vergessen, zu Resident Evil Nemesis.